Du, pass auf, also der Yasin ist da und seine Kollegen, die haben jetzt schon quasi den Elegance installiert, schaut super aus. Und wir haben auch zwei so, oder drei sogar mobile Booster da, die auch schon laufen. Frage, also der Elegance schaut echt super cool aus, muss man ehrlicherweise zugeben. Ja, wir haben das wohl auch mit Elegance. Das ist die Einbausituation, Küchenzeile mit Granitplatte. Geräte, Miele Professional Geschirrspüler, Futura F90 Kaffeemaschine. Hier an der Spüle ist der praktischste Platz für den Bedienhahn. Hier bei der Kohlensäureflasche ist Platz für den Ionisierer. Ganz schön was los da unten. Siphon, Kaltwasser-Eckventil, Waschmaschinenanschluss, Anschluss zum 3M-Filter, der den Aquato Wassersprudler versorgt. Einbau des Untertisch-Wasserionisierers. Der Wassersprudler wird drucklos gemacht und ein Y-Verteiler wird in den Schlauch vor dem Filter eingebaut. Der Eingangswasserschlauch wird in den mit innen markierten Verbinder gesteckt. Mit einem 10er Bohrer fräse ich eine Kerbe für Kabel und Schläuche in das Seitenbrett des Geschirrspülers, damit ich diese später dort durchführen und hier anschließen kann. In der Beschreibung findest du Links zu Videos, wie die Schläuche angeschlossen werden und wie du später mal den Filter wechselst. Das Gerät haben wir vorher eingebaut, weil, wenn ich für das Untertischgerät keinen Platz finde, muss ich kein Loch in die Granitplatte bohren, sondern kauf mir lieber ein Auftischgerät. Für mehr Tipps und Tricks abonniere einfach unseren Kanal. Während der Installation lädt Yasin noch schnell einen Wasserstoffbooster auf. Und Achtung, bevor du selbst installierst, schau in der Beschreibung und klick Installationsvideo, damit du weißt, wie es gemacht wird. Ah, und jetzt, geil, schau ihn dir an. Schon alleine erzielt der Elegance eine Wasserstoffausbeute von bis zu 1000 ppb molekular gelöstem Wasserstoff pro Liter. Im Bundle mit einem Wasserstoffbooster ist weitaus mehr möglich. Diesen AquaVolta Booster Classic kann ich sogar perfekt unter den Zapfhahn stellen. Also gut, Schatzi, also Yasin hat ja einen zweiten Elegance dabei sozusagen. Den könnte ich auch selber installieren, oder? Einfach mal mitnehmen. Das probiere ich einfach mal. Ich muss eigentlich nur das Loch bohren. Das kriege ich hin. Wir haben einen Bohrer da noch. Ja, super. So ein Forsterbohrer, ja genau. Und dann würde ich den am Wochenende bei uns zu Hause installieren, Schatzi. Dann machen wir das so.